Good afternoon, everyone. Hallo zusammen. Dieser Talk heißt Verhindert allgemeine Zusatzdatenspeicherung in der EU und aktuelle Pläne für Massenüberwachung. Dies wird nicht in Deutsch sein, sondern Englisch. Aber also simultan übersetzt in Deutsch. So that's the extent of my German. Walter van Holst spricht Deutsch. Okay, wir stellen hier nun die Rednerinnen und Redner vor. Nicht im Fahrplan enthalten ist Friedemann Ebelt, ein frei arbeitender Campaigner gegen Vorratsdatenspeicherung. Ein weiterer deutscher Teilnehmer ist Patrick Breyer, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Deutsche Piratenpartei. Und in Brüssel bleiben wir noch mit Chloé Berthélémy, die als Policy Advisor für die Organisation European Digital Rights arbeitet. Und im Bereich von European Digital Rights haben wir noch den Vorsitzenden der dänischen Organisation ITPOL, Jesper Lund, auch ein Mitglied von EDRI, European Digital Rights. Und wir haben TJ McIntyre, ein Dozent an der Universität Dublin und einer der Köpfe hinter dem Fall, der von österreichischen AktivistInnen gegen die irische Datenschutzbehörde gemacht wurde. Das führte dazu, dass 2016 schon die Vorratsdatenspeicherung in der EU das erste Mal für ungünstig erklärt wurde. Und ich übergebe an Friedemann, der moderieren wird. Danke, Walter, für die Vorstellung dieses Talks und willkommen an alle bei diesem Talk über Massenüberwachung und Vorratsdatenspeicherung in der EU. Danke auch an euch, die hier seid, für euer Interesse an diesem sehr wichtigen Thema. Ich habe die Freude, diesen Talk zu organisieren und werde nun ein bisschen navigieren durch diese Session. Und die Schlüsselfrage dieses Talks wird sein, was ist Vorratsdatenspeicherung? Was sind die Probleme? Was ist die rechtliche Situation in der EU? Und was sagen die Regierungen der Mitgliedsländer und was tun sie? Was tut die Europäische Kommission? Und was passiert im Moment eigentlich im Europäischen Parlament? Auch wichtige Fragen sind, was ist die Situation in Deutschland, in Frankreich, Irland, Dänemark und Belgien? Und was können wir erwarten im neuen Jahr 2022 und in der weiteren Zukunft? Und viele von euch haben vielleicht als wichtigste Frage, was können Bürgerinnen und Bürger tun gegen die Massenüberwachung von Kommunikationsdaten? Ihr findet mehr Informationen über die Rednerinnen und Redner und auch das Audio und Video zum Download wird es auf media.ccc.de geben. Sucht nach Data Retention, das englische Wort für Vortragsdatenspeicherung, und empfiehlt diesen Talk an anderen. Und um der Diskussion über Vorratsdatenspeicherung generell zu folgen im Jahr 2022 und darüber hinaus, könnt ihr den Hashtag Data Retention nutzen oder das Gegenstück in eurer Sprache, also auf Deutsch Vorratsdatenspeicherung. Patrick Breyer ist Mitglied des Europäischen Parlaments und in dieser Eigenschaft wird er den Vortrag beginnen mit der Frage, was ist Vorratsdatenspeicherung und was sind die Probleme? Vielen Dank, Friedemann, und danke für alle, die hier dabei sind, an alle von euch. Vorratsdatenspeicherung ist als das am meisten Privatsphäre beeinträchtigende der am meisten Privatsphären beeinträchtigende Plan in Europa bezeichnet worden. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass eure Telefonprovider Aufzeichnungen behalten über alle Anrufe, die ihr tätigt, alle elektronischen Nachrichten, die ihr verschickt und die IP-Adresse, die euren Geräten zugewiesen wurde in dieser Zeit. Das bedeutet, dass nicht der Inhalt der Kommunikation aufgezeichnet wird, aber die Details,
mit wem ihr kommuniziert, zu welcher Zeit und im Fall von mobilen Geräten, wo ihr gewesen seid, als ihr kommuniziert habt. Diese Aufzeichnungen können durch die öffentliche Behörden dann verwendet werden, wenn sie schwere Verbrechen untersuchen wollen, aber die Aufzeichnungen werden immer angefertigt, auch wenn ihr nicht unter Verdacht steht oder in keiner Weise in Verbindung steht mit irgendeinem Verbrechen. Was ist das Problem, diesen Pool von Daten anzulegen? Zunächst mit Vorratsdatenspeicherung wird zum ersten Mal empfindliche Informationen massiv gespeichert über Sozialkontakte und auch Geschäftskontakte, Bewegungen und über das Privatleben von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern, die in keinster Weise mit irgendwelchen Missetaten in Verbindung stehen. Das deutsche Verfassungsgericht hat gesagt, dass Vorratsdatenspeicherung einen breiteren Eingriff bedeutet als irgendeine andere Maßnahme, die es zurzeit gibt. Und die Idee, dass man Informationen sammelt, nur für den Fall, dass es vielleicht später gebraucht würde, das öffnet nun gerade die Tore für eine Aufzeichnung unserer gesamten Lebensführung. Also die Sammlung, facial recognition data, you name it. Über alles, was man sich vorstellen kann, das Sammeln von Gesichtserkennungsdaten. Stellt euch irgendwas vor, das öffnet, hier werden die Türen geöffnet und deswegen kämpfen wir hier sehr hart dagegen. Das normalisiert Massenüberwachung. Und eine allgemeine, anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist schon bewiesen worden als schädlich für verschiedenste Lebensbereiche. Es stört Vertrauenskommunikation in Bereichen, die eine Nichtverfolgbarkeit erfordern, zum Beispiel Kontakte mit Psychotherapeutinnen und Therapeuten, mit Ärzten, mit Rechtsanwälten, mit Eheberatungen und so weiter und so weiter. Das stellt die physische und mentale, das Wohlbefinden physischer und mental der Leute in Frage. Und die, nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Leute in der Umgebung. Eine deutsche Telefon-Helpline hat berichtet, dass sie jemanden vom Selbstmord abgeraten hat oder ihn überreden konnte, dass er sich nicht umbringt. Aber wenn Leute befürchten, dass das aufgezeichnet wird, dass sie dort anrufen oder vielleicht sogar verfolgt werden, dann rufen sie diese Hotlines nicht mehr an. Die Unfähigkeit von Journalisten, anonym Informationen aus nicht verfolgbaren Kanälen zu empfangen, gefährdet die Pressefreiheit und deswegen die Grundlagen unseres offenen demokratischen Systems. Es gibt dann außerdem das Risiko des Datenmissbrauchs und den Verlust von vertraulicher Information über unsere Kontakte, über unsere Bewegungen und unsere Interessen. Und Kommunikationsdaten sind besonders anfällig dafür, unberechtigten Verdacht hervorzurufen und Unschuldige der Verfolgung auszusetzen, einer strafrechtlichen, weil es mit dem Verbindungspunkt zusammenhängt, die Aufzeichnung. Es wird also über den Verbindungspunkt etwas aufgezeichnet, nicht über die einzelne Person. Warum ist also Vorratsdatenspeicherung ein Problem und nicht eine Lösung in der Strafverfolgung? Wie gesagt, es ist eine Waffe der Massenüberwachung, die die Gesamtbevölkerung gerichtet ist. Aber es ist auch so, dass die Ergebnisse nicht einmal statistisch signifikant sind. Nicht mal weder die Anzahl der Verbrechen noch die Aufklärungsrate hängt ab, ob es Vorratsdatenspeicherung als Mittel gibt oder nicht. Ich habe den Forschungsdienst des Europäischen Parlaments beauftragt, in der ganzen EU dies festzustellen. Und sie haben kein einziges Land gefunden, in dem die Verbrechensrate oder die Aufklärungsrate durch eine Vorratsdatenspeicherung beeinflusst wurde. Und das ist also, wenn man sich überlegt, welche Masse von Informationen, welche Tiefe auch hier aufgezeichnet wird, ist das erstaunlich. Aber es gibt natürlich andere Wege, Verbrechen aufzuklären als historische Aufzeichnung. Und Vorratsdatenspeicherung hat vielleicht auch noch kontraproduktive Effekte. Es könnte Untersuchungen schwieriger machen. Und in Bezug auf Kinderpornografie online, was das Lieblingsargument der Leute ist, die sich so etwas fordern. Lasst mich unterstreichen, dass in Deutschland ohne eine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung werden 91% der Fälle in Sachen dokumentierter Kindesmissbrauch aufgeklärt. Und die Aufklärungsrate fiel tatsächlich. Und als die Vorratsdatenspeicherung vor 10 Jahren in Kraft kam.
Also anonyme Beratung, anonyme Selbsthilfegruppen, all dies, was helfen kann, wird hier dadurch beschädigt. Also lasst euch nicht täuschen über dieses Killer-Argument für Vorratsdatenspeicherung. Das ist keine valide Berechtigung, Rechtfertigung für Vorratsdatenspeicherung. Patrick, weil du erklärt hast, was gesamt anlasslose, massenhafte Vorratsdatenspeicherung ist, es wird dadurch auch nicht klar, dass dies ein Riesenproblem in der Demokratie ist. Aber wie sieht es nun mit der legalen, der rechtlichen Situation aus? Ist dies etwas, TJ McIntyre, der Vorsitzende von Digital Rights Ireland, wird erklären, wie die rechtliche Lage im Moment ist. TJ, vielen Dank. Die Situation, wenn wir jetzt zu den frühen 2000er Jahren zurückgehen, ist die Rechtslage die, dass sogar vor dem 11. September dass solche Datensammlungen angelegt wurden, im Geheimen angelegt wurden. Und als dies bekannt wurde in den frühen 2000ern, gab es einige sehr schnell beschlossene nationale Regelungen. Und es gab dann natürlich auch dagegen dann Fälle, die von Zivilrechtsgruppen vorgebracht wurden. Aber die Situation in jedem Land ist verschieden. Frankreich, Rumänien, Bulgarien, wo es Fälle gab, Deutschland. Aber was interessant ist, für mich war es, als dann die europäische Ebene ins Spiel kam, als es darum ging, eine europäische Grundlage für Vorratsdatenspeicherung in Gesamteuropa einzuführen in der EU, was als die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie dann auch eingeführt wurde bei Digital Rights Ireland, und haben wir mit anderen Kollegen von anderen Gruppen den Rechtsweg beschritten und haben dann tatsächlich auch Erfolg gehabt im Jahr 2014 im Europäischen Gerichtshof, der also diese Regelung für ungültig erklärt hat, als unverhältnismäßig und als ein Eingriff in die Privatsphäre, der viele Risiken enthält und die großen Anlagen von Daten ohne Grund war das Problem. Und wir haben seitdem also massive Bewegungen auf der nationalen Ebene bei Mitgliedstaaten gegen diese Rechtsprechung des Gerichtshofs gefunden. Und wir haben verschiedene Fälle gesehen, wo Regierungen der Mitgliedstaaten versuchten, den Europäischen Gerichtshof zu überzeugen, dass sie ihren Standpunkt ändern sollten. Es gab in 2016 einen Fall, der von britischen Beschwerdeführern und Schweden geführt wurde, der Tele2-Fall. Und 2018 gab es ein Urteil über einen spanischen Fall. 2020 gab es ein Urteil über einen Fall aus Frankreich und Großbritannien. La Couture de Net und Privacy International sind hier zusammen vor den Europäischen Gerichtshof gegangen. Und jedes Mal haben die Regierungen der Mitgliedsländer versucht, den Europäischen Gerichtshof zu überzeugen, dass er sich geirrt habe im Jahr 2014, dass also massive Vorratsdatenspeicherung ohne Unterschied falsch ist. Und wir haben jetzt tatsächlich einen weiteren Fall, sogar drei verschiedene Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof, wo die Regierungen der Mitgliedstaaten wieder sagten, dem Europäischen Gerichtshof wieder nahe rücken und sagten kollektiv etwas, was wir bisher nicht beobachtet haben, ein koordinierter Versuch von nationalem Ungehorsam sozusagen, Mitgliedstaaten Ungehorsam, wenn die Regierungen in der EU versuchten zu sagen, wir brauchen diese Form der Massenüberwachung, ohne dass sie dafür irgendwelche Beweise anführen konnten. Wir brauchen diese Massenüberwachung. Wir denken, Sie irren sich, lieber Europäischer Gerichtshof, könnten Sie sich vielleicht nochmal das neu überlegen. Und das ist also besorgniserregend, denn das zeigt, dass hier die Regierungen nicht bereit sind, die Rechtsprechung des höchsten Europäischen Gerichts zu akzeptieren. In manchen Ländern wie Irland
hat sich das Gesetz gar nicht geändert infolge des Urteils. Trotz der vielen Urteile des Europäischen Gerichtshofs bleibt das irische Gesetz so, wie es seit 2011 war. Die Rechtsprechung wird ignoriert. Und die irische Regierung hat gesagt, dass sie das auch so beibehalten will, bis sie durch ein Urteil des nationalen höchsten Gerichts gezwungen wird, das zu ändern. Wir haben also eine sehr schwierige Situation. Und wir haben in einer Seite Glück, wir haben sehr viel erreicht, viele wichtige Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Wir haben ein Gericht, das die Bedeutung dieses Problems versteht. Aber auf der anderen Seite haben wir ein riesiges Problem mit den Regierungen der Mitgliedsländer. Und die warten vielleicht darauf, dass sich die Zusammensetzung des Gerichtshofs auch ändert. Also es ist deswegen sehr wichtig, auf der nationalen Ebene weiter den Druck aufrechtzuerhalten gegen diese Mitgliedstaaten, die Gesetzeslage in den Mitgliedstaaten, und dass wir Druck auf die Kommission ausüben, dass sie die Lage ändert und dass sie vorgeht gegen die Länder, die sich weigern, ihre Gesetzeslage ändern und mit der Rechtsprechung, also der Rechtsprechung zu folgen. Danke, TJ. Und da wir jetzt über die Rechtslage gesprochen haben, schauen wir uns mal die Umsetzung der Gesetze an und hören wir uns vielleicht den wichtigsten Player in der EU an. Das ist nämlich die Kommission der Europäischen Union. Und das ist eine Frage an Jessent, Vorsitzender von der IT Poll Association in Dänemark. Jesper, was passiert bei der Kommission? Danke, Friedemann. Also jedes Mal, wenn die Vorratsdatenspeicherung gekippt wurde, gab es die Frage, wird es ein neues Instrument auf der EU-Ebene geben oder nicht? Und neben dem Warten auf die Kommission, wir haben diese Diskussion in verschiedenen Arbeitsgruppen, auch im Europäischen Rat, wo die Mitgliedstaatenregierungen sich im Geheimen treffen. Wir sind angewiesen auf Leaks von Dokumenten dort. Wir wissen aus diesem Prozess, dass die Mitgliedsländer komplett sich verweigern und verleugnen, was die Rechtslage ist, und versuchen, also einfach immer wieder weiterzugehen. Und die Kommission halten eine Abwarten- und Teetrinken-Haltung, scheint es. Und das Urteil, das La Quadrature im letzten Oktober erreicht hat, sorgte dafür, dass die Kommission ein Non-Paper herausgab, das sehr viel Aufmerksamkeit hervorrief. Es ist also ein Paper, das Fragen stellt an die Mitgliedsländer. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann sieht man auch, was die Pläne der Kommission wohl sind. Nicht unbedingt für ein neues Gesetz für Vorratsdatenspeicherung, aber Mitgliedsländer könnten auch einfach eine Art Handreichung bekommen. Und was nun, das Paper, das folgt nun grob der Rechtsprechung im La Quadrature-Fall. Und ein Aspekt hier ist, dass das Gericht wieder betont hat, dass es keine Massenüberwachung in einer generellen, nicht diskriminierenden Weise, also ohne Unterschied geben darf. Aber es ist leider immer noch möglich, auch nach dem, was das Gericht gesagt hat, in manchen Fällen eine solche allgemeine Vorratsdatenspeicherung für die nationale Sicherheit im Falle einer ernsten Bedrohung der nationalen Sicherheit durchzuführen. Und wenn es also ein aktueller oder vorhersehbarer nationaler Sicherheitsfall besteht. Das ist eine außergewöhnliche Situation, wo also die Überwachung von aller für eine gewisse Zeit eine schwere Bedrohung abwenden kann. Und die Kommission verwendet dies auch als Startpunkt, um generelle unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung zu machen oder vorzuschlagen. Und es ist weiterhin die ausschließliche Kompetenz der Mitgliedsländer, hier solche Sachen einzuführen. Und es ist die Frage nun, ob es ein EU-Instrument geben sollte im Bereich Vorratsdatenspeicherung. Etwas, was hier bemerkt werden müsste, ist, dass es vielleicht schlimmer sein könnte als die alte Richtlinie, weil die Kommission andeutet, dass man könnte jetzt nicht nur die klassischen Telekommunikationsdienste, sondern auch die sogenannten Over-the-Top-Dienste wie Messenger
Signal, WhatsApp und so weiter betroffen sein könnten von einer Verpflichtung. Und das könnte eine EU-Gesetzgebungsinitiative dann ergeben, in der Daten, in der Vorratsdatenspeicherung auch für Mitgliedsländer möglich bleibt. Also ein sozusagen ein gemischter Ansatz. Und die Kommission fragt die Mitgliedsländer nach den Zielen der Vorratsdatenspeicherung. Seit dem ersten Gerichtsurteil, das sagte, dass unterschiedslose Daten, Vorratsdatenspeicherung nicht erlaubt ist, ist auch in der Luft, dass eine gezielte Vorratsdatenspeicherung erlaubt sein könnte. Und leider ist der Ansatz, dass jetzt jeglicher Hinweis im Lac-Predature-Unterhalt aufgenommen wird, als ein möglicher Weg, um so viel Vorratsdatenspeicherung wie möglich einzuführen. Das ist ziemlich klar aufgrund des Urteils, dass gezielte Vorratsdatenspeicherung eine Ausnahmesituation sein darf, dass nicht die gesamte oder die halbe Bevölkerung hier betroffen sein darf. Aber dies wird mehr oder weniger ignoriert im Non-Paper. Und es geht hier um Dinge wie Transport, also Verkehrsknotenpunkte, Gegenden mit hohen Verbrechensaufkommen werden genannt. Was die gezielte Vorratsdatenspeicherung auf eine Person gerichtet sein könnte, alle könnten ein Objekt des Interesses werden für die Polizei. Könnten also das Ziel einer Anordnung für das Abfangen von Kommunikation werden und könnten also für Polizei und Geheimdienste dann doch ins Visier geraten. Sie können auf Watchlisten kommen, ohne dass das bekannt wird. Es wird also schlimmer. Wir bekommen hier vielleicht eine gezielte Vorratsdatenspeicherung. Da heißt es, dass in der Kommission, dass private Informationen gesammelt werden könnten, auch mit einer EU-weiten Verpflichtung, Prepaid-SIM-Karten zu registrieren. Das wird also durch die Vorratsdatenspeicherung gerechtfertigt, weil dann durch die richtigen Personen dann ins Visier genommen werden können. Das Non-Paper redet auch über Quick Freeze. Das ist interessant, weil Quick Freeze bedeutet, dass es eine Datenspeicherung, die von der Zivilgesellschaft gefordert worden ist als Alternative zur Vorratsdatenspeicherung seit den mittleren 2000er Jahren. Und dann geht es noch um die Vorratshaltung von IP-Adressen, was die Kommission leider zugelassen hat in dem La Quadrature-Urteil, was der Europäische Gerichtshof leider zugelassen hat. Wenn man sich die Fragen anschaut, die Kommission jetzt den Mitgliedsländern stellt, die fragt auch, ob alle Cybercrime-Daten durch deren Rechtsbegriff von schweren Verbrechen abgedeckt sind. Statewatch hat eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage gestellt und die meisten Mitgliedsländer haben nicht darauf geantwortet. Dänemark, Finnland, Ungarn, Niederlande, Schweden haben ihre Antworten eingereicht. Sie wollen generell ein EU-Instrument für Vorratsdatenspeicherung, aber sie sind nicht daran interessiert, dass es auf nationale Sicherheit ausgelegt ist. Sie mögen auch nicht so sehr die Idee von Quick Freeze. Es ist nicht besonders klar, was dieses EU-Instrument eigentlich abdecken sollte. Aber sie wollen allgemeine unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung. Das ist also dieses absolute Ableugnen der Rechtslage, die wir seit dem ersten Urteil 2014 haben. Soweit erstmal von mir und meine Zusammenfassung der aktuellen Initiative. Und wir reden dann später über dieses Thema weiter. Danke, Jesper. Die Kommission behandelt und kommuniziert. Und das Ziel wird sein, die neuen Wege zu finden.
um die Vorratsdatenspeicherung, die Massenüberwachung zu legalisieren. Wie gehen die nationalen Länder damit um, die persönlichen Daten zu schützen und die Legislation dazu zu machen? Was machen die einzelnen Mitgliedstaaten? Vielleicht fangen wir mit Frankreich an, wo Chloé von EDRI uns ein bisschen über die Situation dort berichten kann. Die Arbeit der EDRI-Member in Frankreich. Einer davon ist Would this one work? Yes, okay. Okay, das, ja, okay. Ja, also ich möchte über die Arbeit von Quadrature du Net aus Frankreich sprechen. Sorry über die ganzen technischen Probleme. Sie sind eine der Hauptanklagenden, die zu dem wichtigen Legislatur der richtigen Entscheidung geführt haben. Und sie haben diesen Fall 2015 angebracht, als sie in dem Hohen Gericht in Frankreich gegangen sind. Und das war nach der ersten Entscheidung des Gerichts über Digitalrechte in Irland und wollten ein legales Rahmenwerk in Frankreich entfernt bekommen. Und das hat die höchste administrative Gerichtsbarkeit in Frankreich nicht gemocht. Und deswegen wurde es weitergeleitet. Das wurde dann in 2020 entschieden, im Oktober, mit der Entscheidung, dass das französische Gesetz entgegen der europäischen Gesetzgebung steht. Aber in dem Nachgang des Ganzen dazu zeigt uns, dass Frankreich möglicherweise am aggressivsten und damit umgeht in der EU, wie es darum geht, die Zahlen dafür einen hohen Preis, um die Massenüberwachung weiter aufrechtzuerhalten. Und der Grund dafür ist, dass die Regierung einen großen Einfluss hat in den Gerichten und die Entscheidung übergeben wurde. Wochen bevor die Entscheidung kommuniziert wurde, wurde ein Text bereitgestellt, der gesagt hat, dass die Gerichtsbarkeit missbraucht wurde hier in diesem Fall und wollte dass ignoriert wird, was das Gericht hier entscheidet, weil es sozusagen keinen Einfluss hat und sich hier über seine entscheidenden Sachen hinaus geformt hat. Und es hat alles, was über eine nationale Sicherheit entschieden würde, sollte nicht gewertet werden und ignoriert werden. Das Gericht. Said it was reported in the press that at one point. Es gab Berichte in der Presse, dass die französische Regierung eine Neueröffnung der Verträge aushandeln wollte. Also es hörte sich an, als ob sie die grundlegendsten Rechtsgrundlagen der EU nochmal neu verhandeln wollte. Das war also eine ziemlich starke Sache und ziemlich interessante Charakterisierung über das, wenn man sich vorstellt, dass Frankreich den Ruf hat, hier europäische Integration voranzutreiben im Allgemeinen. Aber sie hatten jetzt offenbar eine Bereitschaft, wirklich ihre Position unheimlich fundamental zu gefährden, nur um die Massenüberwachung in Kraft halten zu können. Und
They largely actually gave the legislator all the keys and solutions, corrective solutions to just maintain the surveillance regime in place. And so how it did that, it's, wie wurde das gemacht? Ich gehe mal jetzt nicht das gesamte Urteil durch, da ist viel drin. Es gibt viele Schlussfolgerungen, die wir hier analysieren konnten, die sehr interessant sind, aber was bezeichnet ist, ist, dass sie anschauten, wie Frankreich, dass sich zeigt, wie Frankreich alles zu tun bereit war, um die Vorratsdatenspeicherung beizubehalten in einer absolut unterschiedslosen Weise. Dieser Begriff der nationalen Sicherheit, der dabei angesprochen wurde, ist viel mehr als nur Terrorismus. Das wurde auch deutlich in der Anhörung, dass die das Gericht machte kurz vor der Beschlussfassung. Also wir hatten Vertreter drinnen der Geheimdienste und die sagten, also in Sachen Terrorismus haben wir eigentlich alle Rechtsmittel, die wir brauchen. Was uns besorgt, ist eher, wenn wir diese Rechtsprechungen anwenden, haben wir weniger Möglichkeiten, uns Leute zu beobachten und sie auszuspionieren, die vielleicht vorne bei in sozialen Bewegungen aktiv sind, die Demonstrationen organisieren, die sich vielleicht in soziale Gerechtigkeit engagieren. Also diese Idee der nationalen Sicherheit hat also der Staatsrat jede Bedrohung der wirtschaftlichen Interessen der französischen Nation angeführt, aber auch Dinge wie Drogenschmuggel, auch milde Fälle davon, in den Vororten oder so. Auch das wurde in den Bereich der nationalen Sicherheit mit reingebracht und sollte dann also Rechtsgrundlage oder Rechtfertigung für Vorratsdatenspeicherung sein. Oder auch Leute, die nicht registriert sind, die den öffentlichen Frieden, wie sie es nennen, stören könnten. Also das wurde als ein Bedrohung der nationalen Sicherheit bezeichnet. Und dadurch sollte also Frankreich eben sein unterschiedsloses Vorratsdatenspeicherungsregime auf ewig beibehalten können, was komplett gegen das quer zu dem läuft, was das Europäische Gericht, der Gerichtshof gesagt hatte. Aber das ist die Rechtslage, die Frankreich hat. Also einen Notstand haben sie seit, das haben viele von euch vielleicht gehört, nach den Terrorangriffen, die es gab, hat Frankreich stark reagiert und viele Maßnahmen in Kraft gesetzt, die antidemokratisch sind, die sehr stark Rechte und Freiheiten angreifen. Das sollte vorübergehend sein. Aber seit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs haben sie sich entschieden, diese gesamten Ausnahmeregelungen, die sie in Ausnahmesituationen eingeführt haben, nun seit April, einen Monat nur nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, haben sie diese Maßnahmen eingebracht als normales Recht, als reguläres Recht. Und was also der Rat gesagt hat, gibt eine Dauerbedrohung der nationalen Sicherheit, also brauchen wir dauerhaft die unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung. Und das hat zu tun mit Hausarrest, mit Drohneneinsatz, mit der Ermächtigung für das Hacken in private Kommunikationsgeräte. Also eine schöne Rechtsgrundlage. Und interessant ist, dass die Sozialisten im Parlament es blockierten, dass diese Rechtsprechung einer Institution vorgelegt wurde, die sozusagen das einzige Korrektiv gewesen hätte sein können. Und der Teil, der Teil des Rechts, der sich mit Vorratsdatenspeicherung beschäftigt, wurde also nicht dem Verfassungsrat dieser Institution vorgelegt. Und nun ist das Gesetz in Kraft und es ist also abgesegnet quasi. Und da heißt es über die Argumente der nationalen Sicherheit und es wird sehr schwer, das wieder anzugreifen. Thank you, Chloe.
Danke, Chloe. Ich muss zugeben, dass es sehr interessant ist, sich die Situation in Frankreich anzuhören, aber auch extrem schockierend, sich zu hören, wie stark die Spannungen sind in der Beziehung zwischen der Regierung und den Gerichten und den Regierungen und dem Rechtsstaat. Nun, an alle, die hier zuhören, die live zuhören, ihr könnt eure Fragen, könnt ihr hier stellen an die Rednerinnen und Redner, indem ihr den Hashtag RC3CWTV benutzt, RC3 Chaos West TV. Und vielleicht kommen wir in den Fragen dann zu diesem Punkt auch zurück. Das Hashtag C3CWTV ist für Mastodon und Twitter. Wir haben jetzt die neue Regierung in Berlin und Deutschland zusammen mit Frankreich ist natürlich ein wichtiger Player in der europäischen Politik. Es gibt auch eine neue Situation in Deutschland mit der Vorratsdatenspeicherung. Und diese Frage geht natürlich an Patrick Breyer, der als deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments da vielleicht auch sicherlich was zu sagen kann. Patrick, was kannst du sagen über die Situation in Deutschland? Also rechtlich gesehen ist unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung in Kraft, aber dieses Gesetz wird nicht angewendet wegen der Rechtsfälle, die noch anliegen, die mit der Rechtsprechung der EU zu tun haben in Bezug auf Grundrechte. Der Europäische Gerichtshof wird im nächsten Jahr entscheiden, was die Regierung hat seitdem sich einverstanden erklärt, dass solche Daten ad hoc gespeichert werden können. Das heißt also, unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung ist jetzt nicht zugelassen. Aber eine geografisch gezielte Vorratsdatenspeicherung ist dadurch nicht ausgeschlossen. Es wird außerdem hier nicht so die Vorratsdatenspeicherung oder die Speicherung von Daten ausgeschlossen, die sich mit Bedrohungen der nationalen Sicherheit beschäftigt. Das kann also auch ad hoc passieren. Und wir müssen das also sehr genau beobachten. Die Liberalen, die FDP und der neue Justizminister haben sich für Quick Freeze ausgesprochen, aber es gibt hier ein Risiko. In den anliegenden Rechtsverfahren wird vielleicht unterschiedliche Speicherung von IP-Adressen nicht gekippt werden. Das kann passieren. Und das Risiko ist dann, dass die Koalition sich nicht einigen kann, diese IP-Adressenspeicherung politisch zu kippen. Und wir müssen also sehr genau, sehr aufmerksam da sein. Auch auf der europäischen Ebene. Danke, Patrick. Du sagtest, dass es da anliegende Rechtsfälle gibt in Deutschland und ich weiß, dass es auch Rechtsverfahren gibt, die noch anstehen, wenn ich mich nicht irre, über die nationale Vorratsdatenspeicherung in Irland. Und TJ, was kannst du uns sagen über die Situation in Irland? Es gibt tatsächlich drei Fälle, die vor dem Verfassungsgericht stehen. Einer aus Deutschland, einer aus Irland und einer aus Frankreich sind bei dem Europäischen Gerichtshof. Und das sind die Fragen. Die Fragen sind eigentlich dieselben. Können wir unterschiedslose, massenhafte Vorratsdatenspeicherung einführen, wenn wir das brauchen? Das ist im Grunde die Frage, das irische Gericht wieder gefragt hat und es wieder dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat und es angeregt hat, vielleicht seine Meinung zu ändern. Und die Frage aus Deutschland ist ähnlich. Wir haben hier wieder ein Gesetz, das unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung vorsieht, auch wenn die Dauer der Speicherung auf, ich glaube, 10 Wochen verkürzt ist. Ich weiß nicht so genau. Und die Frage aus Frankreich ist ein bisschen technischer formuliert. Aber wieder geht es darum, dass die nationalen Mitgliedsländerregierungen die Gelegenheit ergriffen haben,
dass sie versuchten, die Zeit zurückzudrehen für die Zeit, zu der Zeit vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, in dem es hieß, dass eben unterschiedslose Speicherung nicht angemessen ist. Und interessant ist, dass es jetzt hieß, okay, wir fragen jetzt erstmal das Gerichtshof hat jetzt die nationalen Gerichte gefragt, wollt ihr wirklich, dass wir uns das anschauen? Wir haben die Fragen eigentlich schon beantwortet. Wollt ihr wirklich mit diesem Fall weitermachen? Und der Generaladvokat vor dem Gerichtshof hat also noch deutlicher gesagt, in dramatischeren Worten, er hat gesagt, dass die Antwort des Gerichtes eigentlich sein sollte, dass sie den Fall einfach rauswerfen sollten, aufgrund des Artikels 99 der Verfahren des Europäischen Gerichtshofs. Und das heißt in der Praxis, dass wir hier einen Fall haben. Wir müssen das uns gar nicht mehr anhören. Wir haben das schon gehabt und wir müssen ohne Anhörung, wir können das ohne Anhörung einfach rausschmeißen. Und ich denke, das Gericht selbst hat hier die Absicht, ein Signal zu senden. Wir haben uns bereits entschieden. Wir sind nicht mehr interessiert, mehr und mehr Fragen hier zu hören und zu behandeln. Wir möchten wirklich, dass ihr jetzt euren Ansatz ändert. Und ich denke also, dass es hier wohl ein Signal geben wird, das sagen wird, okay, bitte versucht mal, das Gesetz umzusetzen, anstatt immer wieder zurückzukommen und irgendwelche immer clevereren Wege zu finden, um das zu umgehen. Und interessant wird sein, ob die nationalen Mitgliedsländer das nun auch respektieren werden oder, wie Chloe gesagt hat, ob sie versuchen werden, wieder irgendwelche Grundlagen oder Krisenzustände herbeizureden und irgendwie also diese Überwachungsagenda vorantreiben. Und leider ist es wohl so, dass die Regierungen eher diesen Weg gehen werden und weiter in diese Richtung sich weiter einsetzen werden. Danke. Die nächste Frage geht an Jesper. Und das wäre, wie ist das Signal, was TJ beschrieben hat vom Europäischen Gerichtshof, wie wird das in Dänemark aufgenommen im Moment? Das aktuelle Gesetz für Vorratsdatenspeicherung in Dänemark wird aktualisiert werden. Und das ist im Grunde die alte Richtlinie, also allgemeine unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung für Telekommunikationsdienste, ein Jahr Speicherfrist. Und es gibt einen Fall dagegen vor den Gerichten von der Vereinigung gegen illegale Massenüberwachung. Sie haben es in erster Instanz verloren, weil die Regierung sagte, dass das dänische Gesetz nicht annulliert werden sollte. Es sollte einfach nur nicht angewendet werden, soweit es gegen EU-Recht verstößt. Also es ist in gewisser Weise dieselbe Situation wie in Deutschland irgendwie, obwohl die dänischen Telekommunikationsanbieter die Daten freiwillig weiterhin speichern, als ob das Gesetz still gültig sei. Und sie müssen das also eigentlich nicht anwenden, aber die Provider verhalten sich trotzdem so und respektieren es in Anführungsstrichen. Die dänische Regierung hat aber sich auferlegt, das dänische Gerichtsgesetz anzupassen, und sie behaupten, dass nach dieser Anpassung es mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs vereinbar sei. Das ist interessant. Und das ist also eine Übung einfach in der Umgehung der Rechtsprechung. Und am Ende werden wir fast genau dieselbe Vorratsdatenspeicherung haben, die wir bisher auch haben. Aber sie wird nur neu etikettiert sein als eine Gesetzesprechung, die vereinbar ist mit der europäischen Rechtsprechung. Und was wir nun, das ist diese Argumente sind dieselben wie in Frankreich. Es geht um nationale Sicherheit angeblich. Also Dänemark wird behaupten, ähnlich wie Frankreich es tut, dass es einen quasi permanenten Zustand der nationalen Bedrohung gibt, der diese Vorratsdatenspeicherung aller Kommunikationsdaten rechtfertigt. Einige
diese Sicherungen, die eingebaut sind in dem La Quadrature, in der Rechtsprechung zu La Quadrature, werden hier komplett ignoriert. Und die Regierung sagt im Wesentlichen, okay, wir können uns ja verklagen, wenn wir... Und außerdem werden hier Zivilgerichtsverfahren nicht dazu führen, dass wir Einsicht geben in alle Unterlagen, wenn es um nationale Sicherheit geht. Es ist also eine fast unmögliche Situation. Aber es wird noch schlimmer, denn wir haben Vorratsdatenspeicherung aus Gründen der nationalen Sicherheit. Da sollte man eigentlich eine Zweckbindung sich vorstellen, dass es also nur damit zu tun hat. Aber die dänische Regierung ist nicht dieser Meinung und hält Daten ähnlich wie Frankreich und verwendet es für alle möglichen schweren Verbrechen. Die aktuelle Maschinerie ist also völlig da. Sie wird neu etikettiert als wichtig für nationale Sicherheit, aber hauptsächlich für die Bekämpfung schwerer Verbrechen benutzt werden. Es gibt aber eine kleine Falle. Die dänische Regierung erkennt an, dass es erhebliche Rechtsunsicherheit gibt in der Interpretation. Es ist recht plausibel, dass Dänemark irgendwann mal einen Fall nach Luxemburg schicken wird. Und schauen wir mal, was dann passiert, wenn der Europäische Gerichtshof eigentlich denkt, dass alle möglichen Fragestellungen schon beantwortet worden sind. Es ist aber nicht das Ende der Geschichte. Der Justizminister ist sich klar, dass unterschiedliche Daten, Vorratsdatenspeicherung aufrechterhalten werden kann. Die Daten können nicht ewig gespeichert werden. Und die dänische Regierung könnte außerdem andere Fälle verlieren. Und als eine Sicherheit, um sich dagegen abzusichern, gibt es nun eine Möglichkeit im Recht für gezielte Vorratsdatenspeicherung. Also wenn die unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung aus nationalen Sicherheitsgründen nicht weitergehen kann, und die Europäische Kommission mit ihrem Non-Paper fragt natürlich auch in diese Richtung, dann hält sich die dänische Regierung die Möglichkeit offen, dies also extrem anzuwenden, geografisch beschränkt, Gegenden mit erhöhter Verbrechensrate sind zum Beispiel so definiert, dass es überhaupt nicht erhöhte Bevölkerungsdichte berücksichtigt wird. Also dass jede Stadt in Dänemark in diesem Weg eine erhöhte Verbrechensrate haben würde. Und das wäre dann also bei einer geografischen Auswahl komplett Erfassung der Städte. 75% der dänischen Bevölkerung lebt in den Städten, in einem kleinen Teil des dänischen Territoriums. Und die würden dann also wieder der Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt sein. Und jeder Bahnhof, die Mobilfunkmasten sind selektiv, sodass also diese Gegenden also voll abgedeckt sind. Mit einer gezielten Vorratsdatenspeicherung würden insgesamt dann 80-90% der dänischen Bevölkerung erfasst werden. Und darüber gibt es dann noch personenbezogene Kriterien, und die sind Kriterien, die aus dem Non-Paper der Kommission kommen. Also die andauernde Vorratsdatenspeicherung und diese Rückversicherung über eine Grundlage für gezielte Vorratsdatenspeicherung. Außerdem ist die große Mehrheit in Dänemark für Vorratsdatenspeicherung. Aber es ist bekannt, dass durch die Rechtsprechung das Recht angepasst werden muss. Es ist eine wirklich schlimme Situation für den Rechtsstaat in Dänemark und generell auch in Europa. Das ist also nun. Es wird auch bei uns verpflichtende Registrierung von Prepaid-SIM-Karten geben.
Und die Schwelle für schwere Verbrechen wird also verringert. Obwohl dies also als eine Anpassung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs präsentiert wird, wird es tatsächlich mehr Vorratsdatenspeicherung geben und die Polizei wird bessere Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten haben. Ich hoffe sehr, dass dies nicht zu einer Vorlage werden wird für andere Mitgliedsländer in Europa in der Form als Anpassung an die Rechtsprechung. Aber das folgt leider dem Non-Paper der Kommission und bringt das ins Extrem und ist nicht die Antwort, auf die wir gehofft haben. Der Kampf in Dänemark geht weiter, das kann ich versichern, aber dann gehe ich zurück zu Friedemann. I think the fight needs to continue. Vielen Dank, Jesper. Ich glaube, der Kampf muss weitergehen. Und du hast gesagt, dass viele Vorratsdatenspeicherungsgesetze haben damit zu tun, die Gesetze, die Gerichte zu umgehen und die lokalen Gesetze zu umgehen. Und auf einer europäischen Level, auf der Basis der Europäischen Union, wird es halt in Brüssel und in der Kommission entschieden. Und nachdem ich das gehört habe, weil wir das gehört haben, hoffe ich, dass du vielleicht gute Neuigkeiten für uns hast, was diese Situation in Belgien angeht. Ich glaube, ich habe keine guten Neuigkeiten über Belgien. Ich versuche, die Situation ein bisschen zu skizzieren, was passiert ist seit Oktober 2020. Das ist ein bisschen lustig, die verfassungsrechtlichen Gesetze, die Verfassungsgesetze in Belgien folgen dieser Rechtsprechung. Und das bedeutet, dass ein Tag danach, nachdem die französische Gerichtsbarkeit entschieden hat, der Präsident des Justizgerichtes an der französischen nationalen Zusammenkunft gesprochen hat. Und er hat gesagt, ich glaube nicht, dass diese beiden Gerichte miteinander sprechen. Deswegen sind die Gerichtsbarkeiten oder die Entscheidung so ähnlich, weil sie doch Nachbarstaaten sind. Und also natürlich werden sie auch ein bisschen miteinander gesprochen haben und ihre Ansichten ausgetauscht haben. Und natürlich vermutlich ist es so, weil die Verfassungsgericht aus Belgien hat einen sehr Entscheidung getroffen, verglichen mit den französischen, die wo der Staat ja das Gericht ignoriert hat. Das Verfassungsgericht hat entschieden, das zu implementieren, was gesagt wurde. Und das belgische und hat dem belgischen der belgischen Regierung gesagt, die Aufgabe gegeben, etwas komplett anderes einzubauen als in Frankreich der Status quo ist. Das ist ungefähr so wie dem Französischen zu sagen, was sie genau ändern müssen. In Frankreich war, in Belgien war es eine klare Entscheidung, dass die bestehenden Gesetze falsch oder rechtswidrig sind und das gelöst werden. Das hat es die Regierung auch getan schon. Einen Monat später war schon ein Gesetzvorschlag veröffentlicht worden. Dieser Gesetzvorschlag hat hauptsächlich ein System für gezielte Speicherung enthalten. Also versuchen sie wegen staatlicher Sicherheitsbedenken weiterhin Sachen zu speichern, aber die halt gezielter. Und sie fokussieren sich auf die geografischen Kriterien. Die beinhalten auch oder sie berücksichtigen auch individuelle Kriterien. Wie können wir zum Beispiel die Datenspeicherung in verschiedenen Orten beibehalten? Und das ist das, was Jesper auch schon für Dänemark berichtet hat. Es ist nicht sehr weit entfernt
davon das ganze Land zu umfassen. Und das machen sie, indem sie zuerst eine Selektion machen von Orten, die sie sensitiv oder empfindlich für die Staatssicherheit definieren, Flughäfen, Bahnhöfe, von Fernbahnhöfen und U-Bahnhöfen, alle Grenzbereiche, Krankenhäuser, Autobahnen, es gibt sehr viele Autobahnen in Belgien. Alles, wo ein wissenschaftlicher Wissenschaftseinrichtungen sind, alle Gerichtsbarkeiten oder Polizeistationen und alle staatlichen Gebäude oder alle Orte. Also selbst in kleinen Städten, die und das ist natürlich dann alles kritische Infrastruktur, Wasser, Energie, alle solche Orte. Und man kann schon sehen, mit nur dieser Liste von geografischen Orten, die der Stadt ausgewählt hat, ist die die Größe und Dichte wird viel von Belgien und viel von Einwohnern einfach abgedeckt. Und alle fallen unter diese gezielte Speicherung. Und sie benutzen auch, genau wie in Dänemark, die Verbrechensrate. Das wurde sehr doll kritisiert. Sie haben gesagt, dass die Innenministerium muss sagen, warum diese Zahlen und diese Grenzen entschieden wurden. Und es wurde sogar hinterfragt, ob die Datenkorrektheit gegeben ist. Weil die Regierung möchte die Polizeidatenbank benutzen, wo die Verbrechen registriert werden, aber es wird halt von der Polizei gewartet und gefüllt. Und dann gibt es natürlich die Gefahr, dass die Polizei gewisse Regionen in der Datenbank hervorheben und dann um dann wieder die Datenspeicherung in dieser Region zu erhalten. Das nennt sich das Benji und das wurde sehr deutlich kritisiert. Und es gab auch eine Analyse, die geschaut hat, dass viele falsche Informationen in der Datenbank, nicht verifizierte Informationen oder falsche Informationen dort drin sich fanden. Also hat der Datenschützer, ein Datenschutzbeauftragter, diese Datenbank so interpretiert, das soll so interpretiert werden, dass das nur die relevanten Fälle oder die relevanten Verbrechen wertet werden. Und das ist aber nicht nur die einzigste Sache, es gibt auch zwei Sachen, die ich jetzt hier ansprechen werde. Und deswegen wurde dieses Gesetz auch kritisiert. Und die Chance, die wir hatten, war, dass dieses Gesetzesvorschlag hatte auch schon sehr kontroverse Ideen, wie man verschlüsselte Inhalte entschlüsseln konnte. Und weil es dadurch genug Widerstand gegen das Gesetz gab in der Öffentlichkeit, wurde dieses Gesetz noch nicht verabschiedet und es wird noch weiter verhandelt darüber. Und es wird vor dem Parlament weiter diskutiert. Und hoffentlich können wir noch mehr Fokus und Widerstand gegen den Vorratsdatenspeicherungsteil aufbringen, damit wir noch mehr die gegen die Metadaten auch vorgehen können, die dort gespeichert werden würden. Ja, vielen Dank, Chloe. Okay, es gibt viele Probleme, aber zum Glück gibt es auch die Zivilgesellschaft und die Aktivisten. Also, die Fragen, die ich hören würde, ich würde euch bitten, eure Fragen stellen. Eine Frage ist, was erwartet ihr aus der Zukunft? Wie soll die Regierung damit umgehen? Lass uns von TJ hören. Thanks, Friedemann.
Well, I think the problem is we know what governments should do, which is comply with the law. Ich denke, das Problem ist, wir wissen, was die Regierungen tun müssen. Sie müssen sich an das Gesetz halten. Aber die Frage ist, werden sie das tun? Und was können wir also tun, sie dazu zu bringen, dass sie sich an die Rechtsprechung halten? Als Zivilgesellschaft sind wir ja tatsächlich schon kollektiv überlastet in vieler Hinsicht. Und tatsächlich im Moment ich eingeschlossen tun dies als eine Teilzeitbeschäftigung. Es ist ungewöhnlich, eine Organisation wie Edry zu haben, die recht professionell in dieser Hinsicht vorgeht. Und insbesondere die kleineren Mitgliedsländer haben nur Organisationen, die das als Teilzeitaktivität oder Freizeitaktivität tun. Das Erste, was wir also tun müssten, ist, die lokalen Digital-Bürgerrechtsorganisationen zu unterstützen. Und ansonsten, naja, wir erzeugen hier so eine Art Schleife und reagieren ständig. Die Regierungen legen Gesetzesvorschläge vor, die immer drakonischer sind. Die offen schon existierende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs oder des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs brechen. Und die Kosten für Regierungen, neue Maßnahmen vorzulegen, ist relativ gering, wenn es also hier keine großen Widerstände gibt im Inland, ist es recht einfach für sie, neue Maßnahmen durchzudrücken. Und die können sich dann monatelang oder jahrelang halten, bevor sie wieder durch die Gerichte gekippt werden können. Und der Aufwand ist sehr hoch. Also als Zivilgesellschaft sind wir eigentlich immer einen Schritt hinterher und es ist immer eine sehr reaktive Vorgehensweise. Außerdem müssen wir die Kosten für diese sehr illiberalen Maßnahmen erhöhen und wir müssen das in dem Moment tun, wo diese Maßnahmen vorgelegt und beschlossen werden. Und wir können hier tatsächlich von Deutschland, glaube ich, lernen, wo der Koalitionsvertrag der neuen Regierung jetzt also tatsächlich sich darüber etwas in den Vertrag geschrieben hat. Und wir müssen also dafür sorgen, dass in dem Moment, wo Regierungen gebildet werden, müssen wir es tun. Wir wissen, was aber ich kann ich sonst nicht viel sagen. Vielleicht kann jemand anders das noch weiter. Ich glaube, das war eine gute Antwort. Und Patrick, was sind deine Gedanken über die Zukunft? Ja, ich kann sagen, dass für das Europäische Parlament es so ist, dass ich nicht weiß, welche Mehrheiten entstehen könnten, wenn eine neue Vorlage der Kommission für Vorratsdatenspeicherung käme. Als wir gesehen haben, was mit der Maßnahme Chat-Kontrolle passiert ist, wo das Scannen von Inhalten von der Kommunikation ich glaube nicht, dass die Mehrheit im Parlament gegen eine neue Vorratsdatenspeicherung sich wenden würde. Insbesondere, wenn die Behauptung ist, dass dieses Gesetz der Rechtsprechung entsprechen würde. Und ich bin sehr wütend über den europäischen Supervisor für Datenschutz, die Aufsichtsbehörde, die tatsächlich diese Stelle untergraben hat und sagt, dass nicht die Speicherung, sondern der Zugriff auf die Daten entscheidend sei. Aber eine gute Sache, die vom Europäischen Parlament kam, ist, dass im Trilog über die Privacy-Verordnung, die kommt, hat das Parlament gesagt, wir akzeptieren nicht, wenn Vorratsdatenspeicherung dort eingebaut wird, denn hier geht es um Privatsphäre und nicht um Überwachung. E-Privacy, nicht E-Surveillance. Also, was auf europäischer Ebene passieren kann, ist, dass wir frühzeitig Widerstand leisten könnten. Ich bin sehr froh, dass ich Friedemann gefunden habe, der meine Arbeit hier unterstützt. Letztes Jahr habe ich eine Studie beauftragt beim Forschungsdienst des Europäischen Parlaments. Darüber habe ich schon geredet. Und im Moment habe ich auch beauftragt, dass eine Umfrage gemacht wird über die öffentliche Meinung in Bezug auf Vorratsdatenspeicherung in den Mitgliedsländern. Die Ergebnisse werden im nächsten Jahr vorliegen. Und ich habe auch eine Rechtsexpertise beauftragt. Und
habe einen frühen Richter am Europäischen Gerichtshof beauftragt, eine Meinung über die französischen Maßnahmen anzufertigen und weil dort Rechtsinstrumente verwendet werden, die in viel mehr Ländern, mehr Ländern angewendet werden. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, bitte lasst es mich wissen. Danke. Well, Chloe, was erwartest du in der Zukunft from your entry European Rights NGO perspective? Aus deiner Perspektive der NGOs. Ja, wir werden natürlich die Situation weiter beobachten. Wir haben unser Netzwerk von Expertinnen, Experten und Organisationen. Schauen uns an, was die Kommission vorhat. Es ist ein langjähriger Prozess. insulting too much the court of justice. Wir werden versuchen, das schauen, ob das, wie es weitergeht und ob das Gericht sich irgendwann richtig beleidigt fühlt. Das wird interessant werden. Und als Netzwerk werden wir eben auch beobachten, was bei den Mitgliedstaaten passiert. Und wir haben tatsächlich alle einen Mangel an Ressourcen, speziell auf der nationalen Ebene, um alle 27 Länder zu beobachten und deren Rechtsprechung oder Gesetzesgebung. Und ich würde also tatsächlich hier den Rat geben, dass ihr euch, wenn ihr hier zuschaut, sich auch die Website von EDRI anschaut, edri.org, und sich die Mitglieder anschaut, die es in euren Ländern gibt, und dann euch an diese Mitglieder wendet. Und wenn ihr vielleicht helfen wollt und einen Beitrag zur Beobachtung leisten wollt, das ist der erste Schritt. Wir müssen also tatsächlich erstmal ins Licht bringen, was eigentlich los ist. Denn vieles ist einfach unter dem Radar. Die Medien berichten nicht so viel darüber, nicht so viel, wie wir es gerne hätten. Und diese wirklich rechtsverletzenden Maßnahmen kommen vielleicht zustande, ohne dass sie bemerkt werden oder dass es den Widerstand gibt. Das ist also die erste Empfehlung. Wenn ihr euch also engagieren wollt, ja, kommt zu uns, verfolgt, was wir machen auf den sozialen Medien, auf unserer Website. EDRI hat einen Newsletter, in dem alle Mitgliedsorganisationen von EDRI Beiträge schreiben können. Und wir haben auch GastautorInnen. Also wenn ihr was schreiben wollt über die Situation in eurem Land, wenn ihr erforscht habt, was los ist, dann sprecht uns an, schreibt uns eine Mail. Alle Informationen sind natürlich auf unserer Website, alle Kontaktdaten. Und ihr könnt natürlich diesen Newsletter auch bestellen, wenn ihr ein bisschen weitergehen wollt und noch ein bisschen weiter euch engagieren wollt. Also wir sind hier auf einer Skala. Dann könntet ihr unserer Mailingliste beitreten, die sich mit dem Thema Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Schreibt mir eine Mail, wenn ihr also wirklich beitragen wollt, aktiv zur Analyse und über mögliche Kampagnen reden wollt. Über Aktionen, über Kampagnen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was wir allgemein anstreben müssen. Wir werden versuchen, die Kommission dazu zu bringen. Ich hoffe, das ist wahrscheinlich ein vergeblicher Wunsch, aber wir hoffen, dass die Kommission tatsächlich auch Rechtsverletzungsverfahren eröffnet gegen die Länder, die nicht mit der EUGH-Rechtsprechung sich danach richten. Es ist ein heißes Thema politisch natürlich. Die Kommission hat mehrmals gesagt, dass sie das nicht tun werden, dass sie keine Verfahren eröffnen werden. Sie haben kein Interesse. Sie wollen kooperativen Geist pflegen, sagen sie. Ein anderes Wort, um einfach zu sagen, wir werden ignorieren, was es heißt, was das Gericht gesagt hat. Und wollen also die schmerzhaften und peinlichen Situationen für die Mitgliedsländer vermeiden. Das müssen wir also abwarten. Und ich weiß nicht, ob ihr es weiter hinzufügen möchte. No, I think so. Even monitoring the situation in 27 member states is a huge task, and we definitely need help on this. So
Nee, ich glaube, diese Herausforderung ist für eine Herausforderung für alle Mitgliedstaaten. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe von allen, die wir bekommen können. Das ist so für Schweden oder andere Mitgliedstaaten. Und hauptsächlich hat man Regierungen, die Vorratsdatenspeicherung mögen und versuchen, die Netzspeicherungen, die dagegen sind, zu ignorieren oder es zu vermeiden, da Anpassungen vorzunehmen. We have talked about France, Denmark, Belgium as cases. Und das ist Beispiele wie Frankreich, Belgien oder Dänemark müssen publiziert werden. Also eine wichtige Sache ist auf jeden Fall, dass wir nicht vergessen werden, dass die Mitgliedstaaten da weiter dranbleiben. Und wir brauchen die öffentliche Behandlung, die Diskussion darüber müssen wir am Leben halten, dass über die Vorratsdatenspeicherung gesprochen wird. Und der Fokus sollte auf die Legislatur, die Regeln liegen. Das ist eine nicht haltbare Situation, dass hier Gerichtssprechungen ignoriert werden einfach. Ja, am Ende hört sich alles ein bisschen auch mutmachend an. Und wir sollten nicht vergessen, dass es darum geht. Es ist über die Menschen, es ist über die Daten von den Mitgliedern und den Bürgern und Bürgerinnen. Habt ihr abschließend noch irgendetwas, was ihr hinzufügen möchtet? Ihr habt diese Sachen, diese Punkte angebracht. Wenn nicht, dann unterbrecht mich einfach. Ich würde jetzt an Walter abgeben und wir können die Q&A machen, der Q&A-Part. Und ich würde euch allen gerne nochmal danken wollen für eure Zeit und dass ihr dabei wart bei diesem Talk. Vielen Dank, es war sehr, sehr interessant, was gesagt wurde, und an alle, die den Talk gut finden oder ihr gefallen hat, ihr könnt ihn weiterempfehlen und könnt Audio und Video herunterladen auf media.ccc.de und natürlich euch gerne an der Diskussion beteiligen mit dem Hashtag Data Retention oder dem Hashtag, der in deinem in deiner Sprache benutzt wird. Und bevor wir uns in die Fragen widmen, die wir jetzt schon angefangen haben, über IRC und Matrix, Twitter und so weiter, wollte ich noch etwas hinzufügen über was Chloe gesagt hat. Chloes Punkt hat mich daran erinnert, dass ich sehr beeindruckt war von der deutschen Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung und die hervorragende Benutzung von der Zivilgesellschaft, Anwälten, medizinischen Mitarbeitern, und hervorzuheben, wie wichtig das für diese Menschen ist. Und das ist etwas, was wir nicht geschafft haben in der gleichen Intensität in Irland. Wir haben es versucht, aber alle, die zuhören und der zu einer Gruppe gehört oder zu einer Gruppe gehört von Menschen, die Verschwiegenheitssachen haben, dann ist es auf jeden Fall relevant, dass diese Gruppen sich mit einbringen und vor allem halt Anwälte oder Mediziner und Medizinerinnen. Da sie diese Personengruppe spezielle Interessen und andere Sachen für Verschwiegenheiten haben, die Gesetze und die Rechte da etwas spezieller sind. Okay, thank you. Ja, vielen Dank. Da ich jetzt der Moderator bin für die Fragen und Antworten, werde ich versuchen, die Fragen ein bisschen zu kürzen. Die letzte Frage ist, jemand fragt, in welchem Rahmen ist die Gaia-Explorierung und wie können dazu gehört und die Leute, die mit Gaia-X nicht zur Familie bekannt sind, das ist ein Versuch, eine europäische Cloud-Infrastruktur zu etablieren. Und die Amerikaner sind auch Partizipanten, Teilnehmer in dieser Infrastruktur. Also die Frage ist, wie wird Gaia-X dazu passt,
Das könnte eine Frage für Patrick sein. I'm afraid I don't know enough to answer it. Ich glaube, ich weiß einfach nicht genug über GAIA-X, um das so gut zu beantworten. Aber Palantir hat natürlich viele Datenbanken, die sie managen. Und sie haben auch Produkte, die sich integrieren lassen mit der Vorratsdatenspeicherung und der Einfluss von Kommunikationsdaten wächst stetig mit der Kapazität, diese Daten auch zu analysieren. Und dadurch ist es natürlich auch die Idee, dass man alles, dass man sich in Telefonate einhacken kann und zuhören, ist natürlich allen klar, dass es falsch ist heutzutage, weil die Menge an Daten einfach dafür nutzen kann, ein Bild zu zeichnen von den Menschen und ihre Netzwerke und ihre Persönlichkeiten, die ehrlich gesagt weit darüber hinausgeht und wesentlich relevanter ist, als was man einfach nur aus dem Abhören eines Telefonats erreichen kann. Und ja, ich glaube, Firmen, die wie Palantir, die diese Sachen benutzen, sind da natürlich durch ihr Business incentiviert, da immer weiterzugehen. Und wir werden davon mehr sehen. Okay, ich möchte auch Jesper fragen, was er dazu sagt. Jesper. Ja, ich glaube, eine andere Sache, die wir sehen, ist, dass die europäische Regulierung zu einem großen Teil dazu übergeht, dass die Datenspeicherung regulieren. Und das legalisiert oder Legalisierung von heute noch illegalen Praktiken legalisieren. Die Polizei hat gerade keinen kompletten Zugang zu diesen Datenbanken. Aber wenn sie eine Nachforschung machen, eine Investigation, dann gibt es die Gefahr oder die Chance, dass das in einer Datenbank gespeichert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Systeme von Palantir dafür verwendet werden können, um diese Daten zusammenzuführen und an Europol oder an Europol dann analysiert werden können mit der Palantir-Software. Obwohl die Verbindung nach Palantir ein bisschen spekulativ ist natürlich, würde es passen zu dem allgemeinen Bild von Big Data-Analyse. Okay. Chloe, you want to add something to that? Just a quick like remark. Eine kleine Anmerkung. Es ist nicht gehört nicht zu dem zu dieser Software, aber ist auch Teil von dem französischen Gesetz und dem Gericht. Und es ging um die sogenannten Mudboxes, also Schlammkisten, die von Geheimdiensten benutzt wird. Es ist eine Reform von einem vorherigen Gesetz, das adaptiert wurde dieses Jahr und angepasst wurde, und das enthält auch den algorithmischen Ansatz, um Metadaten zu erfassen und zu analysieren. Und das wurde sogar erweitert in dem neuen Gesetz, in dem auch URLs darin enthalten wurden. So dass auch das Netzwerk und welche Webseiten Nutzer besuchen und Nutzerinnen besuchen mit eingeführt wurden. Und all das wurde von den ausgehend von den Geheimdiensten aus deren Büros und Organisationen gemacht werden und nicht mehr bei den Telekommunikationsanbietern. Das ist eine große Verschiebung von dem Kopieren und dem Speichern der Metadaten. Und alles wird gespeichert und die machen eine algorithmische Analyse über die Daten. Das ist nicht so bekannt für die in der Gesellschaft.
Und das ist die gleiche Richtung, in die es entwickelt wird. Okay, eine andere Frage von der Zuschauerin ist, die ich an TJ fragen werde, ist, was ist so schlimm mit Vorratsdatenspeicherungen, wenn es IP, nur um IP-Adressen geht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also als erstes, was meinen wir damit, wenn es nur um schwere Taten geht? In Irland ist es unterschiedlich, zum Beispiel, wenn du deinem lokalen Laden etwas passiert, dann ist die irische Polizei hat die Möglichkeit, das schweres Verbrechen, auch schon das Klauen von 100 Euro oder einem Telefon aus einem Schließfach dazu gewertet werden kann. Also zunächst ist die Problematik, dass die Definition von schweren Straftaten unterschiedlich ist, was die Gesellschaft denkt, was es ist und was es juristisch eigentlich ist. Das Zweite ist, dass die Registrierung immer ein Anfang dafür ist, mehr Sachen zu speichern, mehr zu registrieren. Wir haben dafür gegen oft schon gekämpft, die Registrierung von SIM-Karten zum Beispiel. Es ist so, dass die Gefahr darin besteht, dass wenn man sich zum Beispiel in einem Bereich befindet, wo man Geheimhaltung benötigt oder wo man mit Ärzten sprechen muss, diese Registrierung eine klare Gefährdung dieser Geheimhaltung darstellt. Und Patrick wollte etwas sagen, also gebe ich an ihn ab. Ja, nur um noch hinzuzufügen, was es um IP-Adressen spezifisch geht. Im Internet ist die hauptsächliche Internet-Provider, die Dienstanbieter, werden registrieren, auf welche Sachen man klickt und diese Daten für Monate vorhalten. Also ist es die Suchanfragen, die man in Suchmaschinen eingibt und die oder die Publikationen oder Twitter-Handles, die man verwendet, die werden aufgeschlüsselt in IP-Adressen und die Anonymität, die man potenziell darin sieht, wird halt komplett ausgehebelt durch das Speichern von IP-Adressen. Und deswegen ist das Speichern von IP-Adressen die Möglichkeit, einem Menschen, einem Individuum zu folgen und zu sehen, was sie im Internet gemacht haben. Und die IP-Adresse ist halt sozusagen die identifizierende Faktor für diese Bewegung, für dieses Verhalten. Und es gibt Studien, die zeigen, dass man damit sehr, sehr viel Informationen erhalten kann. Und das ist sehr, sehr einblickend in das Verhalten der Menschen. Wenn jemand einen Anruf zum Beispiel, dann wird die Telefonnummer registriert. Aber man kann diese Telefonnummer vielleicht nicht speichern, aber wenn du eine E-Mail schickst, dann wird die E-Mail-Adresse im Header mitgegeben. Wenn du einen Short-Message-Service oder einen Messenger benutzt, dann wird dort die IP-Adresse mitgenommen. Und diese Protokolle sind da alle gespeichert, sodass Telefonate und Telefonate auch über die IP-Adresse zurückverfolgt werden können, gespeichert werden können. Ja, ich habe eine sehr spezifische Frage. Die Person, die hier zuhört, hat nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Mit den Sozialisten in Frankreich. Ja, natürlich, es ist nicht nur mit den Sozialisten in Frankreich, aber es ist passiert, dass es gibt eine Prozedur in Frankreich, jedes Mal, wenn ein neues Gesetz vorgeschlagen wird, die Nationalitäten, die französischen Nationalisten und der Senat muss es gibt dieses Gesetz, dass entweder 60 Mitglieder der Regierung oder des Parlaments müssen dafür stimmen, dass ein Gesetzvorschlag vorgeschlagen wird, bevor es überhaupt publiziert wird.
Und dann, das ist festgehalten in den Grundrechten. Und diese Regel ist nicht so wirklich demokratisch, aber ist immer noch in der Verfassung verankert. Und in den letzten Jahren wurde sie immer wieder bestätigt, auch von Macron. Eine bestimmte Verantwortung, was der Regierung macht, weiter behalten und auch mehrere Sicherheitsgesetze entsprechend so verhindern. Und die Reform der Sicherheitsdienste, als diese Reform von beiden Seiten sozusagen akzeptiert wurde, war es nicht die Mehrheit. Es war nicht genug Zustimmung, um es dahin zu machen. Und eine andere Teile des Gesetzes wurden dorthin geschickt. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass die Sozialistische Partei diesen Teil nicht bestätigt hat. Also es ist also nicht nur der Schuld von den Sozialisten, sondern es ist auch der Teil von der rechten Partei. I think one assumption that we can make, and this is not like verified information, but this is one assumption we can make, is that the reason why the socialists didn't. Was wir machen können, ist, dass die Sozialistische Partei, die das unterstützt hat oder nicht unterstützt hat, ein bisschen genauer hingeschaut hat, ist, weil sie diese Schritte überhaupt erst eingeführt haben 2015, als sie Teil der Regierung waren. I've been told by the translators that, mir wurde gesagt, dass wir ein bisschen kürzen müssen und zum Ende kommen müssen. Also mache ich jetzt eine letzte Frage. Und ich frage Friedmann, weil er noch nicht so viel gesagt hat in der Frage- und Antwortrunde. Die Frage war, welche Erklärung das Gericht on data retention, which I understood quite Vorratsdatenspeicherung. But the question is, in case the Court of Justice of the European Union were to revisit its earlier opinions, wenn das Gericht die Entscheidung noch einmal ändern würde, was könnte man dagegen tun? Also um ehrlich zu sein, würde ich diese Frage sehr gerne an die anderen Sprecher weiterleiten, da ich mehr oder weniger nur der Moderator hier bin. Möchte jemand diese Frage beantworten? Dann würde ich sagen, Chloe macht das. Oh wow, was für ein schönes Geschenk. Kann ich den Ball an Jesper abgeben? Ja, ich weiß nicht, was man machen kann als normaler Mitglied des Staates. Also man kann zum Beispiel den Einfluss von mehreren Anhörungen nutzen. Normalerweise werden Vorratsdatenspeicherungen geschwächt wird, dann ist der Zugang zu den Daten problematisch. Obwohl es nicht so sehr Einfluss hatte dieses Mal, gibt es diese Geschichte oder diese Erzählung immer weiter und sie wird immer mehr einflussreich in den Augen der Richterin. Aber Jesper, bitte vollständige das Ganze, weil ich bin da nicht wirklich im Bilde. Ja, ich glaube, die Verfassungsgerichte werden ihre Entscheidung, wenn sie es ändern würden und sozusagen die Vorratsdatenspeicherung erlauben würde, dann wären es schon und es über die schweren Fälle, die schweren heraus erlauben würde. So when the campaigning against data retention started and dann wie damals, wir können nicht mehr sagen,
dass es nur gewisse Kampagnen angeht. Wir können nicht mehr sagen, dass es nur noch gewisse Sachen ist, gewisse Menschen mit schweren Straftaten und so weiter. Also in der Situation würde man im Idealfall die Parlamentarier und Parlamentarierinnen überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann müsste man Ausnahmen für die Privilegierten oder die von Mediziner und Anwälte, die Schweigepflicht haben, die müsste man ausnehmen davon. Und es ist auch wichtig, dass die davon ausgenommen sind. Und es ist auch, müsste auch sicherstellen, dass der Zugang zu diesen gespeicherten Daten von einer anwaltlichen Anordnung gedeckt ist. Und dass es nur in Ausnahmefällen verwendet wird. Das sind die Optionen, die wir noch haben, um wenn das Gericht diese Entscheidung ändern würde. Free cases pending is not suggesting this at all, rather the contrary. Thank you all very much. And, vielen Dank an euch alle. Und auch an diejenigen, die die Website sich anschauen wollen, das ist edri.org. Das haben wir nicht erwähnt. Nochmal danke an alle. Das ist diese Session. Vielen Dank.